Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Syrix LP. Und zwar wird heute unser Haus zu Ende gebaut. Das unser kleine Dings hier, Zimmer, wird noch eingerichtet. Die Fenster kommen noch rein. Ich habe, wollte ich noch kurz erwähnen, den Mod, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, dass wenn man einen Baum hier unten abfällt, dass dann alles runterkommt. Habe ich gefunden. Haha, Timber Mod hieß der. Es ist ein geiler Mod. Den Link, wer den haben will, ich tue den Link in die Beschreibung und werde nochmal ein Entschuldigung, verschluckt. Werde nochmal ein Tutorial drüber machen, wie man das installiert und so weiter und so fort. Damit ihr auch so einen geilen Mod wie ich haben könnt. Und zwar fahre ich jetzt ein bisschen Holz ab. Das werden wir brauchen. Ich habe auch diesen Inventory Tricks Mod installiert für den Mod. Für die beiden Mods braucht ihr Mod Loader. Der ist nicht schwer zu installieren. Ihr downloadet einfach die Datei und schiebt es in eure WinRAR Jar. Aber davor würde ich nochmal die WinRAR Jar einmal speichern. Eine Sicherungskopie anlegen. Man weiß ja nie, was passieren kann. Okay, da baue ich lieber nicht weiter. Ich mache hier nur jetzt. Ah, scheiße. Ja. So, das war's. Dann nochmal hier. Ich habe mir überlegt, ob ich mir ein Intro erstellen soll. Ich habe auch schon die Musik gefunden. Ich habe auch schon die richtige Idee dazu. Nur jetzt brauche ich eine Bestätigung von euch. Brauche ich überhaupt ein Intro? Weil ich habe dann so ein bisschen rumgeguckt. Ich würde dann so ein richtig schönes Intro machen für die Let's Plays. Und für weitere Sachen für andere. Weil ich meine, viele haben Intro, aber ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, ein Intro zu haben. Schreibt einfach mal in den Kommentaren, ob ich das brauche. Ein Intro. Ja. So, weil ich jetzt genügend Holz habe und auch Steine. Ach ja, ich wollte euch noch sagen, ich habe ein neues Mousepad bekommen und zwar von Rocket Alumic. Denn ich glaube, manche von euch kennen diese Marke Rocket, manche von euch nicht. Ist eine Gamer-Marke. Und zwar für Spiele. Halt Soccer-Marke besser gesagt. Und ja, ich habe mir das halt geholt. Ich habe dazu auch die passende Maus. Und zwar die, warte, hier steht's, Rocket Cone Plus. Und ich habe das Headset Razer. Warte, welches war das nochmal? Warte, muss ich mir draufstehen? Einen Moment. Nope. Ah, London. Keine Ahnung, was mit Megalodo. Loden oder so irgendwie. Auf jeden Fall habe ich das. Und jetzt habe ich mir das neue Tiamat bestellt von Razer. Und ja, jetzt denke ich mir gerade ganze Zeit so, lasse ich das so, lasse ich das nicht so. Ich guck mal, wie es ohne dem aussieht. Ah, das sieht besser aus, finde ich. So, weil ich jetzt genügend davon habe, mache ich mal kurz so.